an. Wir sind Filmswisch aus dem Ruhrgebiet. Die Digitalisierung verändert die Art, wie wir werben, von Grund auf. Diese Entwicklung wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren weitestgehend abgeschlossen sein. Dann werden in den meisten Branchen die Würfel gefallen sein und es wird sich herausstellen, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehören wird. Wir bei Filmswisch glauben nicht eine Sekunde daran, dass der deutsche Mittelstand diese Umstellung nicht meistern wird. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, bei welchem Medium bekommt man für das gleiche Geld die meiste Aufmerksamkeit? Zeitungsauflagen stürzen ins Bodenlose. Gedruckte Zeitschriften kämpfen ums nackte Überleben. Das Fernsehen schafft es nicht, die unter 25-Jährigen für sich zu gewinnen. Und was das für deren Zukunft bedeutet, verheißt nichts Gutes. Zurzeit nennt man es noch Fernsehen, Zeitung oder Radio. Aber immer öfter nennt man es Streaming, Vlog oder Podcast. Es ist ganz genau das Gleiche, es findet nur im Internet statt. Die Auflage der wichtigsten Zeitung hier bei uns im Ruhrgebiet ist seit den Nullerjahren halbiert worden. Aber die Anzeigenkosten sind gefühlt gleich geblieben. Was soll man noch sonst machen? Aber man bekommt jetzt natürlich für das gleiche Geld nur die Hälfte der Kundenkontakte. Die Aufmerksamkeit ist immer noch da. Sie ist jetzt nur ins Netz abgewandert. Sehen Sie, Radio war nicht immer groß, aber dann wurde es groß und man verstand schnell, die Aufmerksamkeit der Leute für Werbung zu nutzen. Das gleiche mit Zeitschriften und Zeitungen. Dann kam das Fernsehen, jetzt ist es das Internet. Besonders seit den Smartphones sehen wir eine rasante Abwanderung der Aufmerksamkeit ins Internet. Wer weiß, was das nächste große Ding ist? Vielleicht Virtual Reality. Meine Aral-Tankstelle hat vorletzte Woche die ganze Zeitschriftenrückwand abgebaut. Da gibt es jetzt nur noch 3 Zeitungen und Spiegel, Stern und Fokus. Die verkaufen da jetzt Glühbirnen und Duftbäume in der Rückwand. Ich sehe bei meinem Sohn und all seinen Schulfreunden die Anziehung von Internetvideos. Es gibt Jugendliche da draußen, die haben Millionen Zuschauer auf YouTube. Die drehen jeden Tag irgendwas Lustiges aus ihrem Kinderzimmer und haben Einschaltquoten, die das Fernsehen nie wieder für Jugendliche erreichen wird. Die Zukunft gehört ganz klar den Internetvideos. Diese Entwicklung ist gerade erst dabei, richtig durchzustarten. In den nächsten 3 bis 5 Jahren wird sie weitestgehend abgeschlossen sein. Wer sich jetzt in diesem kleinen Zeitfenster der nächsten Jahre digital gut aufstellt, wird später von seiner jetzt noch untätigen Konkurrenz kaum noch eingeholt werden. Gute Bewertungen und Klickzahlen brauchen Zeit, um sich im Netz aufzubauen. Man kann das Wachstum einer Online-Präsenz nicht künstlich erzwingen. Es muss organisch wachsen. Jemanden einzuholen, der Jahre Vorsprung im Ausbau seiner digitalen Präsenz hat, ist später oft kaum noch möglich. Viele werden durch Untätigkeit ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen. Eine Homepage ohne Videos sieht nicht mehr zeitgemäß aus. Machen Sie Werbefilme und Imagefilme über Ihre Firma. Zeigen Sie die Leidenschaft für Unternehmen in bewegten Bildern. Und wenn man sie über Google findet, sehen sie besser aus als Ihre Konkurrenz. Es ist wirklich so einfach. Ihre Kunden suchen nach Ihnen online. Punkten Sie, wenn man sie findet. Und Ihre Kunden entscheiden sich für Sie. Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne, Ihre Online-Präsenz weiter auszubauen. Wir sind Filmswisch und das ist der Kampf um die Aufmerksamkeit. Okay.